Liebe Frau Hagedorn-Saupe, lieber Herr Klimpel, lieber Herr Verweyen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute zur mittlerweile 8. Konferenz der Reihe Zugang gestalten treffen zu können. Die seit 2011 stattfindenden Konferenzen haben sich als wichtige Orte des Austauschs und der Diskussion nicht nur für Fachleute aus Bibliotheken, Archiven und Museen etabliert. Für die diesjährige Konferenz zum Thema Europa hat die deutsche UNESCO-Kommission erneut die Schirmherrschaft übernommen. Wir haben dies sehr gerne getan, da heute und morgen Themen besprochen werden, für die sich die UNESCO und die deutsche UNESCO-Kommission besonders einsetzen. Universelle Wissensgesellschaften in Europa und weltweit, die auf einem freien, offenen, vertrauenswürdigen Internet basieren, sind ein Kernanliegen der UNESCO. Also ein Internet, welches nicht nur allen Menschen den Zugang zu Informationsquellen aus der ganzen Welt ermöglicht, sondern auch die Möglichkeit gibt, selbst Informationen und Wissen beizutragen. Um festzustellen, wie es um das Internet und die Nutzung der damit verbundenen Chancen bestellt ist, haben die Mitgliedstaaten der UNESCO im vergangenen Jahr beschlossen, universelle Internetindikatoren zu entwickeln. In einem aufwendigen und global durchgeführten Beteiligungsverfahren sind aus allen Weltregionen Ideen und Vorstellungen hinsichtlich von zu erfassenden Kriterien zusammengetragen worden. Die nunmehr finalen Indikatoren hat die UNESCO im September veröffentlicht. Der Zwischenstaatliche Rat des internationalen Programmes der UNESCO für die Entwicklung der Kommunikation soll die Indikatoren auf seiner Sitzung im November in Paris offiziell annehmen. Anschließend können die Mitgliedstaaten die Indikatoren auf freiwilliger Basis zur Erhebung des Zustands des Internets auf nationaler Ebene anwenden. Was will die UNESCO damit erreichen? 2015 hat die UNESCO-Generalkonferenz das Internet-Universalitätskonzept verabschiedet. Dieses besteht aus 4 grundlegenden normativen Prinzipien, den sogenannten ROAM-Prinzipien. Die 195 UNESCO-Mitgliedstaaten sprechen sich damit für ein Internet aus, welches auf Menschenrechten, das ist das R, das basiert, das offen ist, das ist das O, und das zugänglich ist, Access ist das A, und für alle gestaltet wird durch den partizipativen Multi-Stakeholder-Ansatz, also ROAM-Prinzipien. Um nun diesen Prinzipien Taten folgen zu lassen, bettet die UNESCO die neuen universellen Internetindikatoren in die Anstrengungen zur Erreichung der Ziele nachhaltiger Entwicklung ein, den sogenannten Sustainable Development Goals. Unbestritten spielt das Internet eine immer größere Rolle im Leben der Menschen, vor allen Dingen der jungen Menschen. Ich habe mit 2 früheren Doktoranden eine Studie gemacht, die bei Routledge erschienen ist im letzten Jahr, über die Frage, also der Titel ist ganz einfach, Global Youth in Digital Trajectories. Und unsere Frage war die, wie gehen junge Menschen mit dem Internet um? Welche Bedeutung hat es für sie? Und da kamen einige ganz interessante Dinge raus. Einmal, dass die Entwicklungen in den verschiedenen Ländern in die gleiche Richtung gehen, dass die jungen Menschen keinen Unterschied mehr machen zwischen Offline und Online sein, sondern dass das integriert ist. Und die sprechen dann von Tready, man ist immer bereit, Kommunikation zu betreiben, und man spricht von Producer, also man benutzt etwas und gleichzeitig produziert man. Also da bildet sich ein ganz neues Verständnis von Interaktion im internationalen, globalen Rahmen, was sich also zum Alltag der jungen Generation heute gehört. Also das nur so als eine kleine Veranschaulichung der Bedeutung des Internets. Und Sie haben das ja vorhin auch gesagt, die ist sicherlich vergleichbar mit der Erfindung des Buchdrucks. Daher erscheint es nun konsequent, das Internet für die Erreichung der Ziele nachhaltiger Entwicklung zu nutzen.
Die universellen Internetindikatoren der UNESCO sollen helfen, den Zustand des Internets in den Mitgliedstaaten zu erfassen und für positive Entwicklungen entsprechend den ROAM-Prinzipien sorgen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich noch einige Aktivitäten der UNESCO nennen, mit denen die Vision von inklusiven und nachhaltigen Wissenschaftsgesellschaften oder Wissensgesellschaften in Europa und weltweit Realität werden soll. Mit dem Weltregister Memory of the World ist seit 1992 ein weltumspannendes digitales Netzwerk für dokumentarisches Kulturerbe entstanden. Wertvolle Buchbestände, Handschriften, Partituren, Unikate, Bild-, Ton- und Filmdokumente sind gesichert und zugänglich gemacht worden. Mit dem Eintrag in das UNESCO-Weltregister verpflichten sich die jeweiligen Institutionen, die das Dokumentenerbe archivieren, für die Erhaltung und den freien Zugang des jeweiligen dokumentarischen Erbes zu sorgen. Mit dem deutschen Nominierungskomitee Memory of the World begleitet die deutsche UNESCO-Kommission das Programm zum Weltdokumentenerbe und stärkt die europäische Zusammenarbeit bei der Erarbeitung multinationaler Nominierungsvorschläge für das internationale Register. So ist beabsichtigt, Dokumente zur Geschichte der Hanse aus Belgien, Dänemark, Estland, Lettland, Polen und Deutschland gemeinsam zur Aufnahme vorzuschlagen. Lange vor dem globalen Handelssystem der Neuzeit verband die Hanse weit entfernte Räume und sorgte dafür, dass die Menschen Rohstoffe und Produkte erwerben konnten, die vor Ort nicht zur Verfügung standen. Die hansischen Wirtschaftsbeziehungen führten weiter zu kulturellem Austausch in Sprache, Architektur, Kunst und Recht. Dadurch beförderte die Hanse auch das vornationale Zusammenwachsen von Regionen und Menschen. Ich möchte noch ein zweites Beispiel nennen. Das ist der Bereich des immateriellen kulturellen Erbes. Die Bundesrepublik Deutschland hat seit 2013 die Konvention unterzeichnet. Was ist das eigentlich? Sie kennen alle das Welterbe. Sie kennen jetzt das Weltdokumentenerbe und jetzt geht es um das immaterielle kulturelle Erbe. Das ist ein ganz großer Bereich unserer Kultur. Und unser Ziel war es, vor allen Dingen Bewusstsein zu schaffen, wie wichtig dieser Bereich ist. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. In Deutschland singen 1 Million Menschen in 10.000 Chören regelmäßig. Oder nehmen Sie die Theater- und Orchesterlandschaft. Deutschland hat mehr Theater als der Rest Europas, was natürlich mit unserer Geschichte zu tun hat. Oder nehmen Sie die Orgelmusik und das Herstellen von Orgeln. Das ist eine Sache, die hier in Deutschland über viele Generationen entwickelt worden ist. Und worum geht es jetzt bei dieser Konvention? Bei der einen waren es die Dokumente, hier geht es jetzt um Praktiken. Um Praktiken, die Menschen, kulturelle Praktiken, die Menschen in Deutschland vollziehen. Und das ist ein Riesenfeld. Das sind die Praktiken etwa des darstellenden Künste, dann sind es die Dinge des Handwerks oder es sind eben auch, bestimmte Gebräuche, wie etwa Frühlingsfeste und Ähnliches. Und eine der wichtigen Aufgaben ist es, diese aus den Definitionsmacht des Nationalsozialismus herauszuziehen. Und das gilt natürlich bei vielen Gebräuchen wie etwa Frühlingsfeste und Ähnlichem. Die sind besetzt. Und jetzt deutlich zu machen, dass die einen ganz anderen Kontext auch haben können, ist eine wichtige Aufgabe dieser Konvention. Eine weitere ist natürlich die Kooperation zu erzeugen mit anderen Ländern. Also es gibt zum Beispiel gemeinsame Anträge im Falkenwesen oder in diesem Jahr wird in Mauritius über einen europäischen Antrag zur Blaukunst entschieden. Also, und das ist natürlich eine ganz wichtige Frage, weil es eben mehrere Länder sind, die den Antrag stellen. Also das nur nochmal zur Veranschaulichung, dass es eine Fülle von Bemühungen gibt, sowohl in Deutschland als auch über Deutschland hinaus zur Kooperation in diesen beiden Bereichen, die ich jetzt Ihnen einfach zur Veranschaulichung nochmal vor Augen geführt habe.
Zum Abschluss möchte ich noch auf den UNESCO-Welttag des audiovisuellen Erbes hinweisen. Der Welttag wird seit 2005 jedes Jahr am 27. Oktober gefeiert, also übermorgen. Er erinnert an die Empfehlung zum Schutz und zur Erhaltung bewegter Bilder, die die UNESCO am 27. Oktober 1980 verabschiedet hat. Schon heute ist ein guter Teil des audiovisuellen Erbes verloren. Fotos, Tonaufnahmen oder Filme konnten zur Zeit ihrer Entstehung nicht archiviert werden. Oft war man sich auch der Bedeutung des Materials für spätere Generationen einfach nicht bewusst. Es geht also auch um Prävention und die Frage der Nachhaltigkeit. Dank der Digitalisierung können Kulturgüter präventiv besser geschützt werden, als dies noch vor wenigen Jahrzehnten der Fall war. Die Frage der Nachhaltigkeit kommt dann ins Spiel, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass auch zukünftige Generationen auf die digitalisierten Kulturgüter Zugriff haben werden. Die schnelle technische Fortentwicklung stellt uns dabei immer wieder vor die Herausforderung, Daten zukunftssicher zu formatieren, sodass die Portabilität sichergestellt ist. Sicherstellen müssen wir auch, dass der Zugang so gestaltet wird, dass möglichst alle Menschen in die Lage versetzt werden, Zugriff zu erlangen. Das Thema der Barrierefreiheit und der Inklusion rückt damit in den Fokus. Ich hoffe sehr, dass uns diese gemeinsamen zwei Tage hier im Hamburger Bahnhof weiterbringen und uns im Austausch das Überwinden von Barrieren gelingt. Zur Gewinnung neuer Sichtweisen auf die Verantwortung, die wir für die Bewahrung und den Zugang zum gemeinsamen kulturellen Erbe Europas haben. In diesem Sinne herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen eine ergebnisreiche Tagung.